Ja, Michael, wie war Session? Gut, bisschen Freestyle trainiert, aber stabile Einheit. Und jetzt bin ich gespannt auf den Formcheck. Im Vitamin Sport begrüßen wir natürlich auch heute den Florian, der also richtig gut aussieht live. Ich habe mir leider gerade beim Training ein bisschen den Nacken bzw. den Nerv eingeklemmt. Florian, deine letzten Gedanken, bevor wir uns wie 2019 jetzt hier gegenüberstellen? Eigentlich wollten wir das ja erst im November machen, aber jetzt machen wir es jetzt schon. Aber Rocky hat, glaube ich, seit 2019 richtig, richtig gut draufgepackt. Du auch, Digga. Deswegen, ja. Wortschatz an und gib ihm. Ready? Okay. Frontpose. Oh, stark. Ich will dir sparen, los jetzt. Finde die Drehung nach rechts. Stark. Und finde die Drehung nach rechts. Und vierte Drehung nach rechts. Und zurück zur Front. Was denn? Stark. Front Double. Side Triceps. Ach, dann wollte ich nicht so stehen. Dann wollte ich nicht stehen. Die kann ich üben. Okay. Dann gehe ich Back Double. Stark. Und einmal zurück zur Front Abs and Thighs. Ja, zurück in die Front. Einmal. Stark. Sagen. Sätze tauschen. Vielleicht noch einmal. Rocky and Flo switch, please. Vergesst die Quads nicht zu spannen. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal in die Back Double. Stark, Jungs. Ich weiß, Let's Rap gibt es nicht, aber die nehmen wir mal mit 3. Ja, schön mal Bauch machen. Okay, stark. Einmal Abs and Thighs nochmal.
Favorite Classic. Komm, da wird jeder andere mit bei. Komm, lass mal die machen. Die Twisted? Ja, warte kurz. Der? Welche war Stand nochmal vorne? Was ist der Standfuß? So, der hier, ne? Ja, genau. Genau. Okay. Der Etappe. Ja. Hast du nur die? Mach noch eine, ich kann die nachmachen. Ich versuche nachzumachen. Ja. So, und jetzt in letzter Zeit verdiene in wen bist du gespannt? Nimmst du diese Schokolade oder was? Woche Wettkampf. Bei Michael wie immer, Off-Season läuft, oder? Off-Season läuft behindert. Ich darf nicht so flach aussehen neben den beiden Jungs. Und wie war's essen, Jungs? Nice? War lecker. Super, ich fand's auch gut. Und was sagst du zu meiner Form? Wie sieht's besser aus auf Fotos oder live? Na, heute war schon sehr, sehr crispy. Also beides gleich gut, okay. Weil du super Fotos machst. Aber ich würde sagen, in Real Life immer noch ein bisschen imposanter. Okay, und bis zum Wettkampf sollte ich fertig werden? Ja, so. Safe. Guter Zeitplan. Wenn du jetzt nochmal, ne, leicht, leicht reinpushst, naja, Strategie muss ich mir noch überlegen. Maike hat uns jetzt beide im Vergleich gesehen. Was sagst du im Vergleich zu 2019? Muskulär? Beide gut an den Schwachstellen, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Also beide generell gut aufgebaut, ja, wenn man 2019 zu jetzt betrachtet. War tatsächlich ein geiles Battle, was ich gerade gesehen habe. Ich könnte gar nicht sagen, wer, wo, wie, was, weil ich habe einfach von links nach rechts auf die Kameras so geswitcht. Mhm. Da müsste ich die Aufnahme nochmal sehen. Aber wenn man 2019 zu jetzt betrachtet, Florian Vergleich zu Rocky Rücken aufgeholt. Mhm, safe. Generell aber Performance, klar, ihr seid noch nicht alle beide auf Endhärte, Stage ready, würde ich schon sagen, sehr auf Augenhöhe jetzt gerade gewesen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wem ihr welche Pose geben würdet. Und wie ich schon erwähnt habe, hatte ich mir ja den Nerv eingeklemmt. Die letzten Tage waren echt so ein bisschen mental challenging. Zum Beispiel die erste Nacht, boah, ich hatte Schmerzen, sein Urgroßvater. Musste quasi, um aufzustehen, mich übers Bett rollen, mit den Füßen zuerst aufstehen und dann mit meinen Händen den Kopf anheben, weil es einfach so schmerzhaft war. Und dazu kam noch, es war ja unglaublich warm. Ich bin dann runtergegangen, habe auf dem Sofa geschlafen. Sofa ist etwas härter. Jede Stunde aufgewacht, auch vor Schmerzen. Und habe insgesamt nur 5 Stunden geschlafen. War eine Höllennacht. Außerdem war ich noch beim Hausarzt bzw. bei einer Hausärztin. Die Ärztin hat mir einfach low-key unterstellt, dass ich wahrscheinlich irgendwas konsumieren würde. Weil sie hatte gefragt, nehmen Sie denn noch anderweitig irgendwelche Medikamente? Ja, es war fucking heiß. Ich war im Tanktop da. Die Adern kamen durch, weil bei mir kommen die Adern immer komplett durch, wenn es richtig warm ist. Ich bin shredded. Ja, stimmt auch. Aber Leute, ich sehe doch nicht aus, als würde ich Stoff nehmen, so, ne? Habe ich aus Spaß gesagt, ja, ein bisschen trennen, ein bisschen HGH und so. Na, habe ich natürlich nicht gesagt. Nehme ich als Kompliment aber an, wenn man sowas einem unterstellt. Was heißt unterstellt? Der Blick, der war schon anders, das. Ehrlich jetzt. Ich habe nur erwähnt, dass ich Supplements nehme, und zwar die Supplements von NeoSubs, wo es jetzt einen Big Restock von allen Klee-Isolaten gibt. Eine proteinhaltige Limonade ohne Fett und ohne Zucker, dementsprechend für eine schnelle Aufnahme nach der Trainingseinheit. Mein Tipp, anmischen und eiskalt aus dem Kühlschrank genießen. Ihr wisst, mit dem Code Rocky bekommt ihr immer die besten Rabatte und unterstützt mich in meiner Wettkampfdiät. Wieder am Start, und ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, dass ich jetzt wieder Vollgas geben kann. Ich bin extremst dankbar dafür. Aber als nächstes steht erstmal der Rocky Lee Coaching Day an. Egal ob 15% Körperfett oder 6% Körperfett, ich bin für meine Athleten da und will immer was zurückgeben. Von daher freut euch auf das nächste Video. Die Rocky Lee Coaching Days kommen bei euch immer extremst gut an. Bleibt gesund, abonniert den Kanal und natürlich liken, teilen, kommentieren, wie auch immer. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Tschüss!